Oh. Jetzt Hase mit dir! Da kam Sprachausgabe. Ja. Hammer Kerl, es lohnt sich nicht, sich mit Sam Andreas anzulegen. Du würdest ihm gern helfen, aber er steckt voller Glassplitter und du kannst nun mal kein Blut sehen. Vor allem nicht Apotheker. Genau. Okay. Dann gehen wir doch da mal rein. Was ist denn da los? Mein Herr, bitte keinen Streit. Wie sieht denn die Ärger aus? Sam? Eine Invasion rollt auf die Stadt zu. Geht nicht nach draußen. Wir haben 24 Stunden durchgehend geöffnet, Fred. Ich gehe sowieso nie raus. Außerdem schadet die Sonne meiner kostbaren Alabasterhaut. Ich wollte es dir nur sagen, zur Sicherheit. Hab schon kapiert. Ich sag dir was, ich bleib hier drinnen, serviere die Drinks und mach ein bisschen Kohle. Du gehst raus, lässt dich den Kopf kürzer machen und rettest die Stadt, okay? Okay. Der weiß auf alles irgendeine schadenfeindliche Antwort, ne? Ist halt ein Barkeeper. Ich hätte echt eine schadenfeindliche, das ist nicht farbenscheinige. Ja, fiel mir in dem Moment nicht ein. Da musste ich improvisieren. Oh, guck mal. Oh. Ein Glasmacher. Neue Scheibe. Wo haben die denn sowas her? Armer Sam Andreas, nur gut, dass er seinen Whisky so verbessert, sonst würde ihn der Glaser noch arm machen. Aber wo kommt denn der Glaser her? Ist nicht. Ah. Sag mal, Billy, packt dich eigentlich nicht langsam der Frust? Ständig musst du dieses Glas erneuern. Nee, ich find's eigentlich ganz witzig. Toll. Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für eitlen Tratsch? Also wirklich. Manche Leute glauben, nur weil man eine Frau ist, hat man viel Freizeit. Lassen Sie sich sagen, es ist nicht so. Ich muss waschen, bügeln, die Kuh melken, Butter stampfen, den Papierladen auspflegen, die Bücher führen. Nun, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Aber wie immer, ich bin viel zu sehr in Eile und eine Dame beschwert sich nicht über ihr Los. Natürlich sind nicht alle Frauen hier Damen. Ich kenne da Geschichten über einige dieser Frauen. Nicht, dass ich sie persönlich kenne, aber man hört so viel in einem Barbiergeschäft, wissen Sie? Im Ernst, ich bin viel zu beschäftigt, um hier so herumzustehen. Guten Tag. Der Barbier hat eine Frau? Anscheinend. Tja. Ich meine, damit sind wir dem Hauptproblem, dass der Sheriff alle Läden schließt, ja immer noch nicht näher gekommen. Ja. Jetzt müssen wir erstmal Schnecken. Ja. Schneckeninvasion. Wir können speichern und mal über die Brücke gehen. Ja, würde ich auch sagen. Mal gucken, ob wir da viel weiterkommen. Ob sich das rentiert. Mhm. Und ob wir einen unserer drei Brückengänge dafür verwenden wollen. Wobei ich nicht weiß, ob das erste Mal schon als eins zählt. Tja, wenn er jetzt sagt, sie können nur dreimal drüber gehen, dann hat er nicht gezählt. Dafür ist immer noch hier das Brett, was da sich dreht. Ja. Okay, das war wohl das erste Mal. Oh! Ach, da sind die Schnecken bestimmt. Was ist das? Diese Schnecken sind eine Vorhut, eine Horde importierter französischer Escargots, die gerade aus einem ziemlich versnobten Restaurant in San Francisco geflohen sind und von einer Schar großkotziger Küchenchefs aus San Francisco gejagt werden. Sie scheinen sich von einem Ende des Horizonts zum anderen zu erstrecken und auf die Stadt zuzusteuern. Wenn du nichts unternimmst, um sie aufzuhalten, schleimen sie die ganze Stadt zu. Die örtliche Insektenpopulation hat sich rapide vermehrt, was wahrscheinlich daran liegt, dass es in letzter Zeit in Corsgold kaum geregnet hat. Das ist einer der kleineren Ameisenhügel im Umkreis der Stadt. Du hast weder das Bedürfnis, diesen Ameisenhaufen anzufassen, noch möchtest du gerade deine Insektensammlung ausbauen. Du
greifst dir ein paar Schnecken aus der Vorhut und stellst dir dabei den Geschmack heißer, zerlassener Butter vor. Okay. Ach, das war's. Wir können sie analysieren, dann wahrscheinlich. Ja, haben wir denn welche drin in unserem Fundus? Ah. Da. Einige Schnecken. Zusammen mit Pilzen schmecken sie hervorragend. Hm. Okay. Die Fission Camp Pacific Railroad ist früher mal hier durchgefahren. Aber als ihre Schienenstränge im Jahr 73 unterspült wurden, haben sie sich nicht mehr die Mühe gemacht, sie zu erneuern. Heute sind sie noch immer da und stellen quasi einen dreisten Angriff auf die überall üblichen Sicherheitsstandards dar. Also im Buch steht nichts Schnecken. Soweit das Auge reicht, ist die Landschaft von Felsen durchzogen. Ansonsten ist nicht viel geboten. Wundervolle Saguaro-Kakteen sind in die Landschaft verstreut. Denn eine ästhetische Bilderbuchwüste reicht ins Unendliche. Es scheint nirgendwo hinzuführen, genau wie das Leben im Coarse Gold. Ja, dann, wir haben jetzt eine Schnecke, dann gehen wir wieder zurück. Ja. Ja. Nur, was machen wir mit der Schnecke? Das ist eine gute Frage, weil hier unter den möglichen Krankheiten steht nichts von Schnecken. Also müssen wir das irgendwo anders herkriegen. Das war völlig knapp. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand diese alte Brücke ist, kommst du bestenfalls noch dreimal rüber. Interessant. Auf dem Hinweg war nix, ne? Nierensteine stehen sogar drin. Unglaublich. Amos. Hi. Was für ein Schwätzer, nicht wahr? Mit dem, Du hast leider nicht die ganz entsprechenden Muckis, um diesen Eisenklotz herumzuschleppen. Ich dachte es mir, aber ich wollte es probiert haben. Genau. Amboss mitzunehmen. So. Tja. Wir können jetzt mit verschiedenen Leuten reden. Ja, irgendwo müssen wir ja irgendeine Info herkommen, was wir mit den Schmecken machen könnten. Ja. Oder wie wir sie verhindern können. Ach, das ist ja der Schwätzer wieder, ne? Hören Sie mal, ist ja dumm, dass Ihre Apotheke dicht gemacht worden ist. Muss ganz schön hart sein, so plötzlich sein Geschäft zu verlieren. Wir hier von Bobs Bank möchten Ihnen unser Beileid aussprechen. Willst du mir deinen Besitz verkaufen? Du wirst es nicht bereuen. Ja, niemals. Oder? Im Moment wüsste ich nicht, wofür ich Geld bräuchte. Ja, eben. Soll ich vielleicht meinen Heldentraum aufgeben? Niemals, du Fiesling. Okay, also irgendwann müssen wir es machen. Aha. Aber im Moment brauchen wir die Apotheke noch. Ja. War vielleicht an unserem Arzneischrank irgendwas? Gegen Schnecken? Ja. Kann man nicht irgendwie Salz draufstreuen oder so? Na, Salz hatten wir aber keinen. Aber wir hatten irgendwas mit Natrium. Natriumbicarbonat. Ach ja, da ist ja auch noch die Sache mit dem Graves. Ja, da war noch irgendein Schlüssel für das Schließfach. Naja, aber wir haben ja noch keinen Spaten gefunden oder sowas. Ja. Ach, guck ja falsch. Natriumbicarbonat hätten wir sogar. Natriumchlorid. Also hier gibt's Wasser. Ist da der Richter noch drin? Bestimmt. Nee. Oh. Pardon? Dieses Häuschen ist besetzt. Das war DJ Suit Larry. Ja. Mit der Musik. Und er hat sich ein verdorbenes Heft reingezogen. Das brauchen wir. Kommen wir aber nicht ran. Ja.
Ich wusste, dass es irgendwo eine solche Anspielung in dem Spiel gibt, aber ich wusste nicht, an welcher Stelle. Wir haben sie gefunden. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen. Genau, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da. Jupp. So, wir haben eine kurze Pause gemacht, sind einmal durch den Garten gegangen und dabei kam mir die Idee, sag mal, wenn du im Garten Schnecken hast, wie kannst du die fangen quasi? Ich buddel ein Loch mit einem Glas und kipp Bier rein. Genau, eine Bierfalle. Ja. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht was Ähnliches machen können. Und gehen mal in den Saloon. Und fragen mal nach Bier. Sam! Eine Invasion rollt auf die Stadt zu. Ja, das hatten wir schon. Geht nicht nach draußen, ne? Genau. Ja. Wie bringen wir ihn denn dazu, dass er uns Bier verkauft? Einfach das Geld hinlegen? Wir knallen ihm mal das Geld auf den Tresen, würde ich sagen. Oder eine Schnecke. Muss er. Okay. Hey Sam! Gib mir was von dem Bier, das gerade aus St. Louis reingekommen ist. Eine Kiste Maustaler für den Apotheker. Kommt sofort. Sam gibt dir eine Kiste Maustaler. Nicht immer, aber immer öfter. Okay. Weißt ja, wir kriegen das Bier nicht mehr mit Korken. Die nutzen jetzt diese neumodischen Stöpsel. 0 Problemo, Sam. Ich pass schon auf. Okay, gut. Das macht dann 4 Dollar und 87 Cent. Bitte sehr. Hübscher Geldschein. Kannst jederzeit wiederkommen. So, jetzt haben wir da links Bier. Wie viel haben wir denn jetzt? Eine Kiste. Alle Flaschen sind feinsäuberlich mit diesen neuen Metalldeckeln verschlossen. Ah, da brauchen wir jetzt garantiert noch einen Öffner dafür. Wahrscheinlich. Das Geld ist jetzt weg, oder was? Jo. Das gesamte Geld. Gesamte genau. Geld in Bier aus. Die 87 Dollar, die wir hatten, haben jetzt bei ihm 8 Dollar gekostet und der Rest ist Trinkgeld. Ja, also. So, können wir hier. So, wir sind noch ganz stolz auf die Erfindung des Kronkorkens. Die Entwicklung des Schraubverschlusses ist noch nicht abgeschlossen. So, wie kriegen wir das denn jetzt auf? Mit Muskeln, die durch jahrelanges Öffnen kindersicherer Verschlüsse gestählt sind, schwingst du den Kirchenschlüssel und öffnest alle Bierflaschen. Ja, das ist ja eine Lösung, geil. Ja, der ist groß genug. Ja, klar, aber da musst du auch mal drauf kommen, dass du mit dem Kirchenschlüssel die Bierflaschen aufmachst. Der war jetzt gerade so, lag jetzt gerade da. Ich dachte. Aber dann brauchen wir doch irgendein Gefäß, oder? Wir könnten das ja nicht einfach in den Sand schütten mit Bier. Oder doch? Meinst du? Okay. Vielleicht sollten wir dann vorher nochmal speichern. Bevor wir über die Brücke. Oh, guck mal, da ist einer. Ah, neben der Brücke spielt ein Kind. Wie putzig. Mit einem Rollwägelchen. Wahrscheinlich eine Holzkutsche von Wells Fargo. Speichern. Bier. Ich bin ja gespannt, ob irgendeine Meldung kommt. Noch zweimal. Genau. Wahrscheinlich auch im Rückweg. Ja. Da dreht sich schon wieder hier irgendwie. Ja. Als wenn er hängen würde, ne? Aber der Rest läuft weiter, die Animation. Also ich kann jedenfalls nichts machen gerade. Das sieht aber wirklich nach einem merkwürdigen Hänger aus. Gut, dass wir gerade gespeichert haben.
Ja. Wir laden. So, nächster Versuch. Jetzt auch kein Ladebalken da. Vielleicht hat ihn das verwirrt. Jetzt, da ist gerade ein Brett runtergefallen. Uff, das war vielleicht knapp. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand diese alte Brücke ist, kommst du bestenfalls noch dreimal rüber. Also es bleibt immer dreimal. Ja. Und das Kind bewegt auch das Wägelchen nicht mehr. Oh, wir sind wirklich näher gekommen. Okay. Dann können wir nicht hier weiter. Bier. Geben wir mal das Bier auf die Schnecke. Klappt so nicht. Die Staubwolke, die da. Ja. Ah, okay. Ach so. Hey Jungs, es ist Zeit für einen Maustaler. Nicht immer, aber immer öfter. Und damit schüttest du Flasche um Flasche mit Maustaler auf die staubige Straße, um die Horde umzuleiten. Ob das wohl funktioniert? Ob die Schnecken wohl auf deinen Trick reinfallen? Ob sie wohl auf Selbstgebrauchtes stehen? Während sie sich die Seele aus dem Leib schlürfen, falls man überhaupt sagen kann, dass Schnecken schlürfen oder Seelen haben, folgen die kleinen Dinger deiner Spur geradewegs zu den Felsen am Blackwater Creek. Ja. Ist das nicht niedlich, wie leichtgläubig sie doch sind? Sehen sie nicht aus wie kleine Lemminge, die über die Klippen marschieren? Jo. Wir hatten übrigens auch dafür kein Geld. Ach doch, hier. Oha. Ach, das ist jetzt tatsächlich Lemmings. Ja. Oh no. Oh. Und die Geier wachsen so. Ja. Ist ja geil. So, Schnecken sind weg, aber was ist denn hier jetzt los? Ameisen. Pass auf, Freddy! Indianer! Nee, Moment mal. Das hier ist ein Inder. Ein echter Inder. Aus Indien. Ein Inder sitzt auf einem Ameisenhaufen, umgeben von einem Schwarm Ameisen. Es sieht aus, als säße er in der Falle. Es tut dir leid, wenn es nur einen Weg gäbe, ihm zu helfen. Hallo Fremder, ich habe dich noch nie in dieser Gegend gesehen. Ich weiß ja, es geht mich nichts an, aber warum sitzt du auf einem immer noch bewohnten Ameisenhaufen mitten in der prallen Sonne dieser Steppe? Oh, meine förmliche Mann, bin ich nur ein müde Reisender aus einem weit, weit entfernten Land, der hier herumgucken, um zu probieren, aus heilende Kräfte von Mineralquellen hiesige. Mitreisende Meinige in die Postkutsche haben behauptet, dass sie genervt von übertriebener Wortreichtum Meinige und Hang Meinige zu Umständlichkeit und haben mir aus Absichtlichkeit da abgesetzt, wo ich sitzen immer noch auf diese Naturdenkmal mitten in Landschaft ihriges. Die gewusst haben voll genau, dass ich nichts wieder kommen runter hier allein aus Gründe religiöse. Der sieht ein bisschen aus wie Jean-Pierre. Wie grausam diese Yosemite-Touristen doch sind. Ich heiße Frederick Farkas. Mir gehört die Apotheke hier in Corsgold. Wie geht Ihnen, Mr. Farkas? Mein Name heißt Srini Lalkaka Bagnish. Entschuldigen Sie, das nix erhebe mich. Denkst du dir? Ich habe schon lange in Erwägung gezogen, mir einen loyalen indischen Assi zuzulegen. Ich suche einen neuen Assistenten für meine Apotheke da unten. Würdest du einer Umsiedlung dorthin unter Umständen zustimmen? Weißt du, in Corsgold findet man noch zu vernünftigen Preisen eine Wohnung und außerdem scheint fast immer die Sonne.
Naja, nicht eigentlich, aber doch vielleicht. Vielleicht wollen doch. Aber können Sie leicht sehen, bin ich sehr beschäftigt gerade in gegenwärtigem Moment. Ich sei hier und stehen eben die Matte total mäßig. Was ich können machen? Hast du schon mal daran gedacht, herunterzusteigen und wegzugehen? Das Nichtstun möglicherseits, Leben sein heilig. Wenn ich bewege mir, zweifellos verletzen ich einige von kleine sechsbeinige Lebewesen, die siege. Bin ich mich sicher, bald jemand kommen mir zur Hilfeleistung. Ich werde sehen, was ich tun kann, Srini. Muss ich irgendwie da runterholen. Irgendwas mit der Leiter. Wenn wir doch eine Leiter hätten. Ich hab's, Srini. Ich weiß jetzt, wie ich dir helfen kann. Auf geht's, Partner. Steig drüber. Uah, das sei aber zu viel für Gleichgewicht, meiniges. Du hast es geschafft. Oh, danke, Mr. P. Sie mir haben gerettet Leben. Ach, nenn mich bitte nicht so. Danke nochmals, Mr. Fred. Sei nicht so viel dankig. Oh, dankbar genug, dass du die Assi-Stelle annimmst, die ich vorhin erwähnt habe. Ich könnte wirklich ein bisschen Hilfe im Laden gebrauchen. Wäre mich große Ehre. Womit ich fangen an? Und so hat sie nachher der Freddy wieder auf dem Weg zu seiner Apotheken gemacht und da ewig dankbares René Lacarabagnisch ist ihm hoch nachgelaufen wie ein Jungshundel. Schaut fast so aus, als wenn der Freddy nicht nur Asanega für seine Apotheken gefunden hätte, sondern auch einen guten Freund. Mhm. Also, ich habe daran gedacht, einen Assistenten anzuheuern, der mir im Laden hilft, sauber macht und was noch so anfällt. Wärst du interessiert? Oh, ich wäre der höchst dankig, dass Sie sich beugen, herab mir zu geben, solche Position. Sie würden sich auch bereit sein zu anbieten, bestimmtes Form von Bezahlung? Jetzt geht's in die achten Verhandlungen. Du kriegst 10 Pfennig am Tag und so viel Räucherschokolade, wie du essen kannst. Das ist okay. Hervorragend. Wie heißt du eigentlich nochmal? Srini Lalkakabagnisch. Aber Sie, mich können sagen Srini und ich Ihnen sagen Freddy. In Ordnung? In Ordnung. Gehen wir es an, Srini. Ich will, dass du da rausgehst und die Hautlotions ein bisschen nett hindrapierst. Wir haben zwar vorübergehend zu, aber früher oder später machen wir wieder auf und dann sollte alles fertig sein. Was auch sein, Freddy, ich mache mich sofort dahinter. Wie so eine Schlange.